So, wir haben jetzt Freitag, 6. Oktober, 22 Uhr, also Aufnahmedatum. Und wir werden jetzt bis Sonntag, 10 Uhr morgens, das sind dann gleich 36 Stunden, werden wir hier auf diesem Baum hier verweilen. Das heißt, jetzt Herausforderung Start kommt. Die beiden machen jetzt Schnick, Schnack, Die Schnuck, wer beiden als erstes raufgeht. drei Runden. Drei Runden, ja. Na, Herr Naturin, 36 Stunden im Baum, ich freue mich, Ja. das wird super. Ja. Los Jetzt erst geht's, Schnick, Schnack, Schnuck. Wer geht als Schnick, erstes Schnack, rauf? Schnuck. Ah, weggeschnitten. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Eieiei. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh. Schnick, Schnack, Schnuck. Dreimal Das weggeschnitten. gibt's doch nicht. Er ist der Winner. Dreimal weggeschnitten. Er ist der Schneider. Krass, dreimal Er kann sich natürlich jetzt auswählen, wo er pennt. Was weggeschnitten. klebt denn da eigentlich? Krass. Achso, ich dachte, das wäre so ein Tier, irgendwie so ein Das ist ein Insekt. Tier. Das ist ein Pferd. Und jetzt beginnt der Vorgang. Jetzt darf er nicht mehr runter. Die 36 Stunden beginnen für Naturin. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, außer er muss scheißen. Aldi Der Tüte. Alilettenmann übergibt die Aldi-Tüten. Das passt. Herr Goldmann, du bist jetzt dran, hochzukommen. Hallo, ich bin schon da. Ich finde diesen Baum wie eine große Hand, die mich trägt. Ich finde 36 Stunden zu wenig. Wir sollten ein Jahr hier wohnen. Ich bin gespannt drauf, ob es zwischendurch stürmt und regnet. Wo du es gerade sagst, wo ist mein. Ich brauche noch eine Regenschirmhalterung. Ich Ja. glaube, hier, wenn ich mich hier so reinlege, dann würde man eigentlich nicht runterfallen. Und hier mache ich jetzt mein Spinnennetz drumherum. Das ist super. Besser als jede Außensicherungszelle. Wie ist dein Bett da unten? Ja, also hier ist der Platz für die Tasche, also für die Aldi-Beutel. Aldi-Tüte heißt das, genau. Aldi-Tüten sind richtig geil, deswegen haben wir die gewählt. Und hier kann man sich den ganzen Tag hier draufsetzen. Ich habe hier so eine Fußhalterung. Hier unten als Ast. Genau hier. Hier kann ich mich mit den Füßen abstützen. Ich kann mich hier draufsetzen. Und ich glaube, ich werde mein Bett von hier nach hier irgendwie so abspannen. So, Ich dass ich bin irgendwie in gespannt. Richtung da lang irgendwie hinlege. Herr Goldmann hat hier die Lichterkette angebaut, damit Ja. das hier leuchtet. Und da beginnt auch schon das erste Event. Goldmann muss pissen. Und jetzt geht's auch schon gleich an Nein! den Stein. Oh, da darf ich den Boden nicht berühren. Heiliger Das Bimbam, war Alter, das richtig war knapp. knapp. Das war knapp. Fast wäre er ausgeschieden. Die Challenge wäre fast vorbei gewesen für Dave Goldmann. Der Baum war ganz schön rutschig. Du musst in 36 Stunden musst du mal pissen, Extra Mann. nicht. Du musst pissen. Wir wollen das sehen, wie du das anstellst und wie ich anpisst. Weil dieser Wind, der fliegt hier so richtig rum. Guck mal, wie die Pflanzen sich hier hin und her bewegen. Es ist eigentlich voll lasch. Hier, hier seht ihr das richtig krass. Wie die hier rumflattern. Hier ist richtig windig. Wenn er pisst, dann kann es sein, dass er sich selber anpisst oder die Pisse fliegt der Turin ins Gesicht, wenn die Windrichtung nicht richtig stimmt. Wer pisst wen an? Wer ist der wahre Pisser? 36 Stunden Pissnelkenwettbewerb. Dieser Baum wird zum Pissoir. Natururin wird Natururin fabrizieren. Er wird es ausstoßen, ein Urinalverfahren durchführen. Wie geil er grinst beim Pissen. Ist das nicht Weltklasse? Würde die Leuchte nicht sein Gesicht verblenden? Es ist so geil, wie selbstbewusst er beim Pinkeln aussieht. Ich geh mal näher ran. Ich hoffe, dass der Urin nicht wegen dem Wind gegen mich fliegt. Das tut er tatsächlich. Der fliegt mir ins Gesicht, der Urin. Ohne Scheiß jetzt. Ich habe meinen Bruder angepinkelt. Wegen Wind, also ohne extra. Wegen, das hat der Wind gemacht. So, ich habe jetzt gerade diesen Spanngurt hier dran gemacht, also diesen ersten. Und ich bin total enttäuscht davon, weil ich habe mich total verschätzt. Ich dachte, ich könnte das hier so wunderschön hier so rumwickeln um diese Bäume und mich da drauflegen. Aber das hat nur für einen so einen Teil hier gereicht. Das ist voll scheiße. Jetzt habe ich hier so ein Loch. Aber gut, dass ich diesen urinfarbigen Paracord dabei habe. Den werde ich jetzt gleich hier rumspannen. So, guck mal, ich habe hier dieses Spaghetti hier aufgebaut mit den urinfarbigen Seilen. Und ich werde mich jetzt hier drauflegen. Ich brauche mehr Seil. Ich brauche viel mehr Seil. Damit ich mich komplett drauflegen kann. Aber so ist schon ein guter Anfang auf jeden Fall. So, ich versuche mal jetzt schräg drauf zu liegen. Mal sehen, wie das ist. Das ist entspannt. Wie so eine Art Hängematte. So ungefähr könnte ich mich hier so liegen bleiben. So irgendwie rumliegen.
Genau. Ich glaube, das war eine gute Idee gewesen. So, ich werde jetzt das Dach machen. Mit diesen Müllsäcken. Ich werde jetzt mit dem Kleber, also mit dem Tape, das hier auf das jetzt verkleben, damit ich hier so ein kleines Dach habe. Für meinen Schlafplatz, genau. So, ich habe hier meine Mülltüten hier zusammengeklebt. Und das ist mein Schlafplatz jetzt für heute. Genau, unter diesen Mülltüten. Das heißt, wenn es regnet, dann regnet es hoffentlich rein. Aber guck mal hier, ich habe hier sogar eine Tür eingebaut. Das habe ich hier hineingeklebt. Guck das an, das ist meine Matratze. Und sie wird sich in meinen Arsch bohren. Das Klebeband liegt am Boden und ich bin nicht fertig mit meiner Plastikhütte. So, wir haben jetzt 2 Uhr und wir sind jetzt die ersten 4 Stunden drauf. 4 Stunden auf dem Baum ist richtig geil. Aber prüfen, wie es in den nächsten Stunden wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Das wird richtig geil sein. Glaube ich. Oder vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, 4 Stunden auf dem Baum von 36 sind höchstens erstmal nur 40. Sind 10, sind ist ein Neuntel. So, da oben pennt Herr Goldmann und ich penne hier drin. Und ich weiß nicht, ob das wirklich hält. Und jeder Windzug bewegt die Bäume. Guten Morgen, wir haben gepennt. Wir haben jetzt, guck mal hier, 11 Uhr. Das heißt, die ersten 13 Stunden sind durch und das hat geklappt. Ich weiß zwar nicht, ob ich in Tiefschlaf war, aber es hat auf jeden Fall geklappt, hier zu pennen. Das war richtig geil. Und hier ist Herr Goldmann. Ich bin ein Einhorn, ein Eichhorn. Wie hast du geschlafen? Konntest du schlafen? Ich war richtig beschissen. Also ich konnte halbwegs schlafen. Ja. Aber ich habe mich dann ein bisschen weiter nach vorne gesetzt. Ja, und es ist halt ziemlich hart. Ich habe die ganze Zeit so einen Stachel im Kopf gehabt. Wie hast du den Regen vorhin ausgehalten? Gut, ich habe gar nichts abbekommen. Das ist hier nur auf den Regenschirm gefallen. Das ist super. Ich bin komplett gar nicht nass geworden. Ja. Ich hatte ja diese Mülltüten hier. Hier sieht man noch so ein paar Tropfen von diesem Regen. Ich habe auch nur ganz wenige Tropfen hier auf diesen Schlafsack hier abbekommen. Es hat funktioniert. Es ist gut. Es ist richtig gut. Ich habe schon einmal Kacken-Joker gezückt. Ja? Mhm, musste ich. War ganz wild, Alter, vom ganzen Wein. Aber beim nächsten Mal sollten wir das anders machen, weil es fühlt sich schon falsch an. Ich hätte am liebsten einfach hier runter gekackt. Wir haben jetzt genau 12 Uhr. Das heißt, wir haben 14 Stunden durch. Wir haben noch nicht mal die Hälfte erreicht. Ganzen Tag, ganze Nacht und morgen früh noch. Boah, ich muss echt sagen, so Verspannung, Kopfschmerzen ist schon ein bisschen am Start und ist auch scheißkalt. Ich habe hier gar keine Decke richtig. Inszenier mal, wie du heute Nacht geschlafen hast. Also ich habe meinen Arsch hier in diese Kuhle reingepresst. Dann hier so gegen diesen Baum gelehnt. Und dann hier einfach auf diesem Ast die Beine so gestreckt. Und ab und zu habe ich sie auch mal hier hochgelegt, dass mir wieder das Blut in den Kopf läuft. Und das war meine Aussicht. Und genau, bei mir war das genau so. Ich habe mich genau hier so zwischen reingelegt. Also da, wo dieser urinfarbige Paracord ist. Und ich habe mich dann einfach so reingelegt. War eigentlich ganz gut. War recht gut. Und wo es geregnet hat, da habe ich das hier dann so zu gemacht. Also einen Müllsack, den habe ich hier zusammengeklebt. Also genau, das hat funktioniert. Das hat richtig gut funktioniert sogar. Und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, war das so ein bisschen eingerissen und so eine Pfütze lag oben drauf. Und du hattest auf jeden Fall auf der Plane so eine Pfütze, die so fast bis auf dir drauf war dann. Das war cool. Und hier, guck mal hier. Hier vorne sind Tropfen. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich noch mehr Tropfen hier von meinem Sack. Von meinem Müllsack hier draufgepackt. Ich hole diese Maultaschen und die stopfe ich mir in mein Maul. Willst du auch rein? Jetzt. Ich glaube, Herr Goldmann holt ein bisschen Schlaf nach. Mhm. Auf dem Baum.
meine Latschen sind runtergefallen, mir ist Sangria runtergefallen, mir ist das, das Panzerband ist mir runtergefallen. Das darf nicht wieder aufgehoben werden. Ja, das liegt jetzt unten. Ja. Richtig dumm, ich kann hier gar nichts zukleben mit diesen Tüten. Bringt mir überhaupt gar nichts mehr. Ja. Du hast zum Glück noch geklebt. Ja. Der Herr Naturin ist eingeschlafen. Der Regen ist vorbei und wir haben jetzt einen schönen, fast Sonnenuntergang. Ich sitze jetzt hier mit meinem Fisch und meinem Brötchen, warte auf den Brudi und beobachte die Jäger, die da hinten ihr Unwesen treiben. Guck mal hier, mein Bruder ist angekommen. Hi, ihr habt ja geschlafen. Das ging sehr gut klar. Ja, da oben ist der Goldmann, der Turins Schlafgemach. Sieht wirklich irgendwie geil aus, aber auch irgendwie scheiße. Also es sieht unbequem aus, aber es sieht geil gemacht aus irgendwie so. Ja. Wie du da so hängst in der Luft auf dem Ast. Wie so ein Faultier, es ist wirklich geil. Es sieht wirklich mega geil aus. Es sieht doch irgendwie interessant aus, irgendwie so, als ob man das gleich nachmachen wollen würde. Diese ganzen Seile, also diese urinfarbigen Bänder hier, die sind so zur Seite, irgendwie so zur Seite gemacht, genau. Brot mit Käse ist richtig geil. So, Herr Goldmann, du warst eben gerade schon wieder scheißen. Ja, zweite gewesen. Mal. Er hat geschissen. Mann. Und es fühlt sich falsch an, hier runter zu gehen. Jetzt bin ich wieder in meinem Sitzzimmer. Ja. Jetzt fühlt sich's wieder richtig an. Hier von unten nochmal zu sehen, wie krass Naturin hier durchhängt. Also ich fasse ihn jetzt mal an. Das hier ist sein Rücken. Der hängt richtig krass durch hier. Und hier, guck mal hin, hier sind gar keine Seile mehr. Also der hängt ja wirklich komplett durch. Ich muss sagen, ich finde diesen Ohren mega geil. Und ich finde es krass, dass ihr das durchzieht. Und ich wünsche euch eine zweite erfolgreiche Nacht. Und ich war jetzt auch einmal kurz auf dem Baum drauf und weiß jetzt, wie es in etwa ist. Und mir ist schon nach 15 Minuten der Fuß eingeschlafen. Und die sind ja einfach 36 Stunden drauf. Also Leute, zieht euch das mal rein. Das ist krass, auf jeden Fall. Ja. Ihr müsst alle das Video liken und kommentieren, weil es eine krasse Leistung ist. Ja. Man muss erstmal den Mut haben, auf einem Baum, wo man runterfallen kann, einzuschlafen. Ja. Das finde ich schon ganz krass, aber es geht. Guck mal, wir haben jetzt 22.17 Uhr. Das heißt, wir haben die ersten 24 Stunden geschafft. Morgen um 10 Uhr morgens, dann haben wir das geschafft. Aber jetzt sind hier erstmal die ersten 24 Stunden durch. 24 Stunden auf dem Baum sind abgehakt. Ich bin jetzt schon traurig, dass wir gehen müssen. Die Hochzeit hat begonnen und dann muss ich schon wieder gehen. Schade. Ich habe schon drei Zimmer hier. Sitzzimmer, Schlafzimmer und Balkon. So, es fängt an zu regnen. Und das ist voll scheiße, weil der Schlafsack und sowas wird nass und unsere ganzen Sachen. Das tropft irgendwie hier runter, das ist voll beschissen. Und hier ein Schuss. Hier sind irgendwie ganz viele Jäger und sowas, die hier rumschießen. Das hören wir die ganze Zeit. Von hier oben sieht es sehr stabil aus. Wie viele Tropfen hast du abbekommen? Ja, da, hier ist eine nasse Stelle vom Schlafsack. Ich glaube, so langsam lutscht sich dein urinfarbenes Hängemattengestell aus, Alter. Aha. In einem Baum zu wohnen, ist das Leben pur. In dieser Unterlegplane, da war eben gerade eine ganz große Pfütze drauf und die habe ich dann einmal ausgekippt und ich habe vergessen gehabt, das zu filmen. Genau, die war hier unter meinem Schlafsack. Genau, hier hat sich so eine richtig heftige Pfütze gebildet. Und es scheint so auszusehen, dass hier schon wieder eine Pfütze reinläuft, weil es will einfach nicht aufzuhören zu regnen. Ich finde es geil. Voll versifft und mein Schlafsack ist hier vollkommen klamm und nass Das regt mich voll auf, das ist voll scheiße. Aber wir haben nur noch, 10 Stunden oder so. Oder 9 Stunden vielleicht. Jetzt gerade wird es erst interessant. Ja. Die letzten Stunden müssen überlebt werden. Das ist ganz wichtig. Der Regen muss weg. Der Regen muss mehr. Es muss stürmen, damit wir bessere Aufnahmen haben. Ja. Wir brauchen viel mehr Blitze und viel mehr Erdbeben. Es langweilt mich im Regen. Und Wölfe und Wildschweine und Elche und sowas brauchen Äffchen, wir auch. Und Äffchen, die unser Wein klauen. Oh, Natur ins Dach ist gerissen. Es ist jetzt 8.24 Uhr. In anderthalb Stunden verlassen wir diesen Baum. Dann sind die 36 Stunden voll. Boah, ich bin richtig im Arsch drin. Ich habe Kopfschmerzen. Ey, zwei Nächte auf so einem Baum rumzuhängen, ist echt übel.
Oh. Boah, es hat nur durchgehend geregnet. Alles ist nass. Socken nass. Schlafsack nass. Das ist nass. Oh, selbst Experiment ist ein voller Erfolg. Oh Gott, Alter. Guten Morgen, geliebter Naturin. Guten Morgen. Boah. Horrornacht des Todes, Junge. Alter, der ganze Schlafplatz ist nass. Das ist total runtergekommen alles. Mein Dach ist nass. Digga, war das kalt. Hast du auch so gefroren? Tatsächlich habe ich mit Kälte weniger Probleme gehabt, weil der Schlafsack hier gut ist. Aber es ist alles nass. Die Nässe hat mich schon ein bisschen fertig gemacht. Und dass das hier so eingedrückt war, ja. Das war richtig beschissen. Ich konnte kaum schlafen. Alle 2, 3, 4, 5 Minuten aufgewacht. Wieder anders positioniert, weil alles drückt, alles nass ist. Hals, alles komplett verspannt. Der pure Wahnsinn. Hier, Alter. Oh. So, eine Stunde haben wir noch. Eine Stunde Endspurt. Vor eine Stunde noch, Alter. Eine Stunde und dann haben wir die 36 Stunden durch. Zwei Nächte auf dem Baum schlafen, Alter. Die erste Nacht ging voll klar, aber ja. Jetzt gerade die zweite, die war so richtig beschissen gewesen. Die war so richtig kalt und nass und da kam so viel Regen durch und so. Das ist ja alles nass, weil das ganze Dach hier vorne ist durchnässt und irgendwann ist dieser Dach dann kaputt gegangen auch noch. Ich lag dann nicht mehr unter dem Dach. Ne, dieser Dach, der lag dann direkt auf mir drauf und das hat dann reingeregnet und das hat mich dann noch mehr nass gemacht, weil dann direkt auf mir drauf lag. Da drüben sind die ersten paar Sonnenstrahlen. Die sind richtig geil. Da sollen unbedingt noch mehr Sonnenstrahlen kommen. Es war die ganze Nacht so richtig kalt gewesen. Und nass, so regnerisch. Ich glaube, du hast so richtig gefroren. Ja. Das ist der Schlafsack, den ich noch aus der Fernpost von damals aus dem Wohnwagen habe. Du hast den auch, dein Bruder hat den auch zufällig, ne? Wir haben alle den gleichen. Und der ist halt super dünn. Ja. Der ist richtig definitiv dünn. Definitiv. Und bei den Füßen, dünn. Wenn man ihn zumacht, ist einfach eine Öffnung. Ich frage mich, warum da eine Öffnung ist. So, dann gucken die Füße raus und es ist trotzdem voll kalt. Ich war auch kurz davor gewesen, diesen Schlafsack auch mitzunehmen. Aber dann dachte ich, scheiße, ist ja kein Sommer mehr. Ja, ich habe halt leider nur den. Ja. Es muss noch krasser werden. Aber irgendwie, wenn es jetzt nur noch eine Stunde ist, vermisse ich es schon ein bisschen. Mhm. Dieses Leiden. Ja. Sich selbst zu geißeln hier oben. Zu foltern, das ist ja schon ein bisschen Folter. Aber auch wiederum sehr schön. Möchtest du für den Endspurt auch einen Snickers? Ja, sicher, Alter. Die letzten Minuten. Dankeschön, Mann. Es ist Sonntag, 8. Oktober, 10 Grad bewölkt und wir haben jetzt genau 10 Uhr. Juhu. Das heißt, wir haben jetzt die ganzen 36 Stunden geschafft. Freiheit! Geil, Alter. Kein Bock mehr auf den Scheiß, aber es war richtig geil. Herausforderung geschafft. Wir haben 36 Stunden erfolgreich hier auf diesem Baum überlebt. So, Herr Goldmann ist unten. Ich bin noch nicht unten. Ich muss mich dazu vorbereiten, erstmal runterzukommen. Du musst gleich unbedingt das Gefühl beschreiben, wie es ist, wieder Boden unter den Füßen zu haben. Ja. Das fühlt sich super ungewohnt an. Jetzt geht's runter nach so langer Zeit. Ja, jetzt mittlerweile schon 10.19 Uhr. Ich habe 19 Minuten dafür gebraucht, diesen scheiß Seil abzumachen. Und jetzt kann ich endlich runter. Fühlt sich aber komisch an. Super komisch, ne? Wie beschreibt das Gefühl, Alter? So unbaumartig.